Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Civilization 6 mit dem Baum mit Bart. Tja, wir sind hier immer noch weit voran vor alle anderen. Es ist eigentlich mehr oder weniger langweilig, ich gebe es ja eigentlich zu. Aber, was soll ich tun? Ich muss die halt jetzt hier irgendwie... Wo sind wir hier? Wir sind in Kyoto. Kyoto mit Osaka. Keine Bonus auf dem Weg. Wieso denn Bonus auf dem Weg? Oh, ich kann noch mal was mehr machen. Eine strategische Ressource ermöglicht euch Produktion und Kauf von einer, die wir benötigen. Plus 4 Gold und 1 Glauben. Ich würde mal sagen, wir machen Kulturgebäude im Theaterplatzbezirk. Naturphilosophie. Was drauf? Jo. Politikplatz füllen. Oder auch nicht. So, Osaka kann halt nichts mehr machen, deswegen gehen wir weiter nach Okayama. Okayama. So, dann gehe ich da mal rein und schau mal, ich kann hier Naturforscher nämlich kaufen. Da werde ich auch gleich einen Naturforscher holen. Sendezentrum. Oh, cool. Kann ich noch mehr mit Glauben kaufen? Nein, ist auch egal. So, das reicht erstmal. Annehmen. Kleopatra, Kleopatra. Die alte Flirtkuh. Regierung. So, Vermächtnisbonusse. 4% durch Handelsrepublik, 7% durch Klassische Republik und Bonusregelung Bezirksprojekte. 10 Runden Demokratie. Innen hat den großen Schriftsteller Mark Twain erhalten. Willst du mich verapfeln? Die Inder. Es ist besser für etwas zu sterben, als für nichts zu leben. Ja, wenn du meinst. Energiebaum. Bonus durch großen Wissenschaftler oder Spion. Oh, 2 Flugplätze. Oh, 2 Sendezentren. Schiebt ein jeden, dann können wir eigentlich machen, weil das werden wir eh nie haben. So, aus dem großen Wissenschaftler. Das würde bedeuten, ich könnte das nochmal umbauen mit der Regierung und könnte vielleicht Politiken ansehen. 835 Gold, das ist leider schade. Wie weit haben wir es denn mit dem großen Wissenschaftler? Ich hätte eigentlich Glauben aufsparen sollen. Ja, dann hätte es mit Glauben vielleicht rekrutieren sollen. Naja, was soll's. Arena. Option wählen. Forschungslabor. In Gifu. Was machen wir denn in Gifu? Wohnraum haben wir eigentlich. Einen Raumhafen können wir bauen. Und einen Spion. Ha! Damit wir den auch mal gebaut haben. Lager. Ich brauche eigentlich nicht mehr. So. Ja, Wohnraum benötigt. Wo? In Preslav. Preslav. Was ist das mal? Das wäre die Annehmlichkeit benötigt. Wo? In Nagoya. In Nagoya. In Salzburg. Und in Otsu. Okay. So, was kann denn der? Nationalpark errichten. Muss auf einem gültigen Geländefeld gemacht werden. Das habe ich mir fast gedacht. Hier vielleicht, ja, weil da wahrscheinlich ein Wald ist. So, du auch. Da fällt mir gerade ein. Wir machen hier mal Handwerker. Und dieser Handwerker, der bewegt sich jetzt auch darunter, weil wir können hier in ganz Osaka können wir nämlich alles noch wunderbar. Gehen wir nach Sendai, wenn es da auch nicht geht. Entschuldigung, ich bin an die Dinge hingekommen. Naturforscher, wo müssen wir denn hin? Was ist denn ein gültiges Feld für einen? Weiß ich nicht. Was ist ein gültiges Feld für ein Naturdingens? Dingensdongens? Was ist ein gültiges Feld? Ein Wunder, also ein. Ihr wisst schon, ein Naturwunder? Flugplatz, Hangar. Laventa hat Katharina von Medici, den Krieger. Wie sieht es mit meinen Stadtstaaten aus? Welche Quests habe ich noch? Maschinengewehr und Eingebung vor Kalten Krieg und außerdem meinen Handelsweg entsenden. Sizilien ihr. Sizilien Brasilien, ja. Wie viel hat der da? 15? Meine Güte. Oder brauche ich da 8?
6, Jakarta 9, 7. Nicht schlecht. Artefakt ausgraben. Gilt das Artefakt der gefüllten Nation, diese Berg möchte Toronto. Zack. Thema 1 von 3. Kann ich das nicht umorganisieren? Nein, weil ich nur ein archäologisches Ding jetzt habe. Antike, Antike. Japan, Japan. Was ist das für eins? Naja, ist egal. Ist mir alles egal jetzt. Ich habe so kein Bock. Nein, ich habe schon noch Bock. Ich will das jetzt schon zu Ende spielen. Preslav, was ist das? Laventa hat schon wieder Frieden geschlossen. Schön. So ein Handwerker. So. Börse. Heilige Stätte. Wirklich? Wirklich eine heilige Stätte soll ich bauen? Empfohlen. Ich glaube, ich empfehle mir jetzt erstmal einen Handwerker. Gehst du mal da oben hin. Wo haben wir denn hier eigentlich Naturwunder? Keine Ahnung, wo kann ich denn so ein Ding machen? Was ist denn ein gültiges Feld? Gültiges Feld wäre ein Nationalpark. Was ist denn das? Geht es nur hier? Ich bewege mich mit dem einfach mal hier rüber. Dann sehen wir schon, was abgeht. Habe ich vielleicht keine Handelswege mehr frei? Könnte natürlich durchaus sein. Mehr Annehmlichkeit benötigt. Ja. Ich baue das ja schon fertig. Tja. Wenn ich nur, also was ich ein bisschen blöd finde, man sieht auf der Karte also nicht wirklich, wo irgendwelche Naturwunder sind. Das muss ich sagen, ist ein bisschen blöd und ich sehe halt auch nicht, wo ich das bauen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ist denn ein gültiges Feld? Das könnt ihr vielleicht mal dazu schreiben. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ist nicht auch ein Naturwunder gewesen? Gehen wir mal hier hoch, das sieht zumindest nach Naturwunder aus. Ja, machen wir weiter. Was soll's? Kyoto, wann wächst Kyoto? In 5 Runden? Sehr schön. 20 von 29. Also das würde ich echt cool finden, wenn die wirklich in so eine Auflistung machen würden, von wegen, wie viele Millionen Einwohner im Reich sind. Die Kinder des Atomzeitalters, glaube ich, wurden in ihrem Vermögen zu lieben geschwächt. Es ist schwer zu lieben, wenn man sich auf den Einschlag vorbereitet. Ja, richtig. Richtig. Große Wissenschaftler, 4 Punkte. So. Ausrichtung wählen. Oh, 3 Fabriken. Kalter Krieg. Ja. 3 Militärakademien. Erforscht die Technologie, Kernspaltung. Baut 3 Börsen. Nach wie vor noch. So, was kann man hier noch bauen? Eremitage. Komm, bau das da ein. Oh, ein Handwerker. Schön. Nanotechnologie. Schön. Dann mache ich den halt weg. Fertig. Ich habe keinen Bock, den jetzt von Runde zu Runde immer weiter zu schieben. Dovreste prestare attenzione a ciò che accade d'intorno. Credetemi, vi sono fin troppi giochini che stanno avendo luogo. Ah ja. Regierung, Politik. Ist mir egal.
Nein, ich möchte ihm kein Geschenk überreichen. Du zahlst mir gefälligst ein Gold dafür. Was ist nur los mit dir? Ich schon wieder räuspern hier. Lesen muss mir nicht mehr so oft husten wie jetzt noch die letzten Wochen. Das war wirklich eine Katastrophe, wo ich halt immer ständig. Oh. Eine Stadt, die ihr ausspielen möchtet. Was ist, Paris? Soll ich das mal machen? Quellen beschaffen. 24 Runden, 2 Stufen Mittel abschöpfen. Abbrechen. Dann machen wir vielleicht einfach mal Verteidigung, Gegenspionage. So, sollen wir mal Gegenspionage machen? Bist du Handwerker? Genau, okay, mal sehen. Fernen Sumpf. Komm, du gehst jetzt mal darauf. Muss mal schauen, was mit Osaka jetzt irgendwie. Ich glaube, ich kann hier noch alles vollbauen. Das ist echt genügend Platz noch. Du machst jetzt erstmal ein Handelszentrum. Immer noch mehr Annehmlichkeit in Okayama. Na toll. Mit dem Abschluss des Handelswegs haben wir Handelsposten in Stadt Hyderabad erschaffen. Wo bist du? Yokohama. Okay, Weg beginnen. Hier ist dein Hafen. Du machst eine Werkstatt. Du machst, keine Ahnung, Theaterplatz kann man machen. Annehmlichkeit, dann brauchen wir einen Haltungskomplex. Außerdem, ja, was du noch brauchst, ein Handwerker. Das kostet halt 620 Gold jetzt schon mittlerweile. Das ist. So, 7-7 zu den Indien. 7-7, hier brauche ich 15. Ich habe 3 Gesandte zu versenden. Maschinengewehr, keinen Krieg. So. Ich glaube, dass die Zahl da wahrscheinlich das darstellt, wie viele Gesandte da schon sind. Die Kämpfe halt um die Stadt starten sind. Tourismus pro Runde, 236. Ja, was mache ich denn damit? Was mache ich denn mit Tourismus? Das ist halt die spannende Frage. Was mache ich mit Tourismus? Weltrangliste, Herrschaft. Kultursieg. Da kann ich noch was bauen. Was braucht ihr? Ihr habt Wohnraum genügend. Ihr könnt eigentlich das da bauen. Aber ich mache jetzt erstmal eine Werkstatt. 13 Runden. Broadway. Naturforscher kann halt hier auch nichts machen. Weil echt bitter. Was kann ich denn mit dem Naturforscher machen? Was ist denn ein gültiger Platz? Platz, an dem es nicht zieht. Haha. Ich schau mal nochmal Naturforscher. Wo hab ich denn den Naturforscher bekommen? War das nicht bei Aussichtungsbaum? Naturforscher? Hier. Es ein Zivilist. Klassenkrieg, richtig. Aber es ist meine Klasse. Die Klasse der Reichen, die Krieg führt. Und wir gewinnen. Ja, nein. Ich glaube nicht. So. Naturforscher. Und zwar ein Zivilist aus dem schweren Seefeld, der einen einzelnen National... Ja, aber wo? Wo kann ich Nationalpark erschaffen? Richtungsbaum. Kapitalismus baut 3 Börsen. Nach wie vor. Ich werde jetzt dann bald mal 3 Börsen fertig haben. Osaka Kraftwerk. Oder auch nicht. Ja, mach eine Schiffswerft. Was soll's? Tonifabrik. Und du machst eine Werkstatt. Und ich habe neue Politik auch noch. Plus 4 Nahrung auf inländischen Handelswegen. Das ist eine gute Idee. Damit unsere Städte noch größer werden. Mal schauen, wie groß Kyoto noch wird. Oder ist Kyoto? Ja. Wie groß Kyoto noch wird.
Gegenspionage. So. Schon so groß alles, das ist echt. Kann man kaum noch irgendwie vernünftig, in Anführungszeichen, vernünftig besiedeln. Keine Ahnung, wie ich Naturwunder baue. Ich habe gar keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Das funktioniert. Ich lösche den auch gleich wieder. Das kann auch passieren. So, ihr braucht Annehmlichkeit. Okay, wer braucht noch Annehmlichkeit? Sendai und Lippur. Stadt benötigt Nahrung. Informationszeitalter, schön. Ich liebe es, wie meine Mutter auf dem Weg nach Hause mit dem Navigationsgerät diskutiert. Bitte wenden. So, Technologiebaum öffnen. Bau zwei Sendezentren. So, bau zwei Flugplätze. Das wäre auch noch eine Idee, dass ich sowas mache. Nee, nicht ein Lager. Wenn, dann Flugplatz. Das dauert halt ewig lang. Wo bist du? Du kannst hier ein Sägewerk machen. Der zweite Handwerker kann hier Fischerboote machen. Du brauchst Annehmlichkeit. Brauchst dazu aber etwas mehr... Lager. Brauchst dazu aber etwas mehr Nahrung. Gut, dann muss ich halt hier noch ein bisschen für Nahrung sorgen. Ich habe keine Ahnung. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist aber auch egal. So, was haben wir denn mit der Stadt starten? Wir haben neue Quests. Sergio? Wo habe ich jetzt meinen Spion dem gegeben? Ich weiß es nicht. Baut einen Raumhafen, Maschinengewehr, Eingebung für Kalten Krieg, einen Hafen. Verbundwerkstoffe, Kampfbomber, Handelsweg nach Hongkong, Handelsweg nach Seoul und Handelsweg nach Hongkong. Okay, das kriege ich noch hin. Große Persönlichkeit und zwar einen großen Händler haben wir. Genau, meinetwegen. Tonfabrik. Flugplatz. Rockefeller. Gewährt ein Öl. Eure Handelswege gewinnen plus 2 Gold für jede strategische Ressource, die von der Zielstadt verbessert wird. Meinetwegen. Was haben wir noch? Da oben haben wir noch was. Jetzt muss ich mir das erst verkaufen, oder? Das Geländefeld. Ja. Kein Problem. Machen wir das doch. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Also, was ist denn, muss es ein unberührtes Gebiet sein? Eigentlich einen Spion gefangen genommen. Funktion sabotieren, ja. Das ist den ich ausgetauscht habe, genau. Statt bin nur die Nahrung. Das habe ich auch schon verstanden. Da. Halte dich immer ans Geld, denn wenn du dich lange genug daran hältst, hältst du es vielleicht einmal in Händen. So, Marktwirtschaft, internationale Handelswege. Sie will plus 1 pro strategische Ressourceverbesserung. Ja, go. Ausrichtung wählen. Dauert manchmal ganz schön lange, wenn man hier klickt, oder? Gegen Ende des Spiels. So, baut 3 Militärakademien, das kriege ich eh nicht hin. Aber das ist mir egal, Faschismus brauchen wir nicht. Das sind wir auch gleich. Social Media. Habt ein thematisches Museum. Vorstellungstechnologie, Kernspaltung. Baut 4 Unterhaltungsmodelle. Das haben wir schon. Kernspaltung brauchen wir.
Markt, Bank, Börse. Wie viel? Sägewerk. Fischen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich finde es auch irgendwie nicht raus. Ich fahre mal hier runter. Die Handelswege übersicht. Haha. Region, das ist ein bisschen schade, dass ich tatsächlich keine Region gegründet habe. Das ist tatsächlich sehr schade. Okay, cool. Das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. So. Was haben wir noch? Grenzspaltung. Helikopter. Mondlandungsstart, Robotertechnik, Marsbesiedlungsstart, boah. Dann machen wir erstmal synthetisches Material. Was ist denn da schon wieder los? Was ist denn da schon wieder? Was ist denn das bitte schon wieder? Die Inder machen halt einfach nur Missionare. Apostel, Hinduismus. Was ist denn mit denen los mit den Indern? Herrschaftssieg, er führt. Regionssieg ist Indien, ja gut, klar. Meine Güte. Was braucht ihr? Braucht Unterhaltungskomplex. Hilft dir alles nix. Bank. Oh, was braucht ihr? Annehmlichkeit. 45 Runden Unterhaltungskomplex, ja. Macht einfach mal. Einen Hafen. So, was machst du? Na, du gehst hier runter und hilfst dir mal. Oh, das ging aber schnell. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich verstehe es nicht. Was ist denn ein geeigneter Platz? Ich verstehe es nicht. Also das ist hier ja extrem krass. Der Inder macht halt einfach nur Missionare. Oh, die bewegen sich alle gleichzeitig? Das war, glaube ich, früher auch nicht so in C5. Die haben sich, glaube ich, alle der Reihe nach bewegt. Wirklich, Barbarendorf. Große Persönlichkeit. Großer Musiker. Dieser Musiker ist von unserer Zivilisation. Ja. Okay. Wo haben wir denn noch? Irgendwo habe ich hier auch. Ein Theaterplatz? Nein, habe ich nicht. Was aber bedeutet, das mache ich als nächstes. Das heißt, den großen Musiker bewege ich dann da oben rauf. Hier machen wir eine Elektronikfabrik. Der geht nach Osaka. Und wartet da erstmal. Der hat schon eine Modernisierung hier. Von wem auch immer, wer auch immer die gebaut hat. Annehmlichkeit immer noch ein Adap. Torforscher. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich da auf so ein Gebiet. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Warum habe ich denn eigentlich noch keine zwei Flugplätze gebaut? Kann mir das mal irgendeiner sagen? Bösen Taten Frankreichs denunziert. Spanien ist jetzt eine Handelsrepublik. Denunziert. Unische Regierungsform, aber nur noch minus 8. Diplomatische Schwächen gehalten. Osaka. Guck mal, ich baue jetzt hier noch einen Flugplatz mit Osaka. In Osaka. Ich kann. Außerdem von Nippur nach Kyoto. Wow. Oder nach Kyoto gehen.
Stockwerk. Ja, so ist es halt eher wieder Richtung Civ 5 gehen, dass man jetzt Runde für Runde abwartet und einfach schaut, weil jetzt dauert es halt, bis ich was erforscht habe und eigentlich 6 Runden ist der Broadway fertig. Und eigentlich ist es alles nicht so aufregend. Aber ich denke, wir haben jetzt noch ein, zwei Folgen vor uns und ich habe noch ein, zwei Folgen vor uns. Und dann werden wir die Weltherrschaft erreicht haben. In diesem Sinne, wie immer, danke fürs Zuschauen, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Adios und ciao, ciao.